Rückenschmerzen kommen in allen Altersgruppen vor, allerdings ist die Wahrnehmung des Schmerzes immer individuell. Vor allem die Vorerfahrungen jedes Einzelnen prägen dessen Schmerzempfinden. Menschen, die schon einmal unter Rückenschmerzen litten, sind anfälliger für wieder auftretende Schmerzen, da sich ein Schmerzgedächtnis gebildet hat und so schneller auf den Reiz reagiert werden kann. Ein weiterer Punkt ist die eigene Einstellung zum Schmerz. Ist eine Person davon überzeugt, dass sie auf ihren Schmerz Einfluss nehmen kann, ist das Schmerzempfinden meist geringer, als wenn die Person die Verantwortung ihrer Schmerzen dem Arzt, Therapeuten oder sogar der Ursache, wie zum Beispiel der Arbeit, übergibt. Wie Sie besser mit Schmerz umgehen, können Sie bei einem Schmerzbewältigungstraining lernen. Dabei wird Ihr Schmerzerleben gedanklich auf eine positive Vorstellungsebene gerichtet. Weiterhin können Sie mit dem Aufsagen von Affirmationen negative Gedanken in positive Gedanken umprogrammieren. Affirmationen sind bejahende Aussagen, also positiv formulierte Sätze, wie zum Beispiel: Mit jedem Tag werde ich selbstbewusster oder ich erfreue mich bester Gesundheit. Im folgenden Übungsvideo stellen wir Ihnen einige Affirmationen vor, die Sie auch in Ihrem Alltag häufiger aufsagen können, um positiven Einfluss auf Ihre Rückengesundheit zu nehmen.